Kinder, schön, dass ihr da seid. Wir wollten euch zu Hause besuchen. André, kommst du? André? Oh, Momentchen. André? André. André? Bist du noch müde? Ach, komm, wir setzen uns mal in den Sessel. Dann wirst du wach. Hast geschlafen? War doch jetzt kurz, bevor wir die Kinder besuchen wollen. Weißt du, die Kinder sind jetzt schon alle da. Oh. Ja, jetzt nicht hier. Die sind ja zu Hause. Wir besuchen die und filmen das. Da ist doch die Kamera. Conny? Ja? Sind die Kinder alle in der Kamera? Nein, natürlich nicht. Das ist eine Kamera, die das filmt und die Kinder können das zu Hause sehen. Ach so. Ja, genau so ist das. So, André, ich habe gedacht, dass wir den Kindern eine Geschichte erzählen. Was hältst du davon? Ja. Findest du gut? Ja. Mehr hast du nicht dazu zu sagen? Ich liebe Geschichten. Ja, das wollte ich hören. Ich liebe nämlich auch Geschichten. Und ich habe gedacht, wir erzählen eine Geschichte aus der Bibel. Das ist mein Lieblingsbuch. Was hältst du davon? Ja. Oh, cool. Ich mag ich auch. Na los, los. Ja, Momentchen. Ich gehe jetzt da hinten an meine Sandkiste, okay? Und dann male ich und erzähle eine Geschichte. Super! Los, 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 los! Langsam, wir gehen ja schon. Das ist meine Sandkiste. Das ist eine Glasplatte und ganz dünn Sand. Guck, so feiner Sand. Ja, jetzt würdest du am liebsten spielen damit, ne? Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber erst male ich noch eine Geschichte. Ich nehme einfach meine Finger und schieb den Sand ein bisschen hin und her und dann entstehen die Bilder für eine Geschichte. Wow, das ist cool. Fängst du jetzt an? Ja, ich fange jetzt an und du darfst dich hinsetzen. Ja. Na gut. Jesus war in Jerusalem. Er ging durch die engen Gassen vorbei an Händlern, die ihre Ware verkaufen wollten und lauthals riefen: Kommt, kauft Granatäpfel, saftige Granatäpfel. Andere Händler hielten den vorbeieilten Stoffe hin und nannten laut den günstigen Preis. Jesus ging immer weiter die Stufen hinauf und kam schließlich zum Tempel. Jesus liebte es, im Tempel zu sein und kam oft hierher. Er las in den heiligen Schriften und sprach mit anderen über diese Worte und ihre Bedeutung. Im Tempel trafen sich viele Leute. Eines Tages kam ein Schriftgelehrter zu ihm. Schriftgelehrte waren studierte Leute, die mit den heiligen Schriftrollen sich befassten. Als Lehrer unterrichteten sie die Kinder in den Synagogen, denn jeder jüdische Junge musste lesen, schreiben und rechnen lernen. Als der Schriftgelehrte Jesus eine Frage stellte, standen auch Priester und Leviten dabei. Rabbi, so nannte er Jesus, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du dort? Der Schriftgelehrte kannte die Schriften auswendig und sagte: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Ja, sagte Jesus, du hast richtig geantwortet. Tu das,
dann geht es dir gut. Der Schriftgelehrte aber wollte sich herausreden und sagte zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus mit einer Geschichte. Ein Mann ging den Weg hinunter von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, auch seine Kleider. Dann schlugen sie ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester den gleichen Weg entlang. Priester arbeiten im Tempel. Ihre Aufgabe war es, den Leuten, die ein Opfer bringen wollten, zu helfen, das auch zu tun. Man könnte auch sagen, er half den Leuten, wieder mit Gott und sich ins Reine zu kommen. Der Priester sah den Mann dort liegen und ging weiter. Er dachte, das geht mich nichts an. Auf dem gleichen Weg kam auch ein Levit vorbei. Leviten waren so etwas wie Hausmeister im Tempel. Zu ihren Aufgaben gehörte es, all die wertvollen Gefäße blank zu putzen, den Tempelplatz sauber zu halten und vieles mehr. Auch die Musik, dafür waren sie verantwortlich. Die Leviten hatten große Chöre, spielten Instrumente. Der Levit sah den Mann dort liegen und auch er ging weiter und dachte, nicht mein Problem, ich habe Wichtigeres zu tun. Dem Mann ging es ganz schlecht. Er hatte Schmerzen und er war schwer verletzt. Auf jeden Fall brauchte er Hilfe. Schließlich nähert sich ein Samariter. Samariter kamen aus einem anderen Volk und einer anderen Religion. Sie waren in den Augen der Schriftgelehrten, Priester und Leviten nicht gut angesehen und gehörten zu einer unteren Schicht von Menschen, die nicht geachtet wurde und mit denen sie nichts zu tun haben wollten. Als der Samariter den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Es berührte sein Herz und er dachte, dem muss ich helfen. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Wein und Öl, das heißt, er desinfizierte und säuberte die Wunden und das reine Öl wirkte wie eine Wundsalbe. Dann verband er die Wunden notdürftig. Er setzte den Mann auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in ein Gasthaus. Krankenhäuser gab es zu dieser Zeit ja noch nicht. Dort angekommen, konnten sie den Verletzten in ein Bett legen und ihn richtig versorgen. Am nächsten Morgen zog der Samariter 2 Denare, das sind Silbermünzen, aus seinem Geldbeutel. Er gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr Geld brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Der Samariter bezahlte also, damit die Wunden eines ihm fremden Mannes versorgt wurden. Kommen wir zurück zu dem Gespräch zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten. Jesus fragte, wer von diesen dreien meinst du, ist für den verletzten Mann der Nächste gewesen? Der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte der Schriftgelehrte. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Das, was Jesus zu dem Schriftgelehrten sagt, gilt auch für uns heute. Denke einmal über das Wort barmherzig nach und versuche zu verstehen, was es in deinem Alltag bedeuten kann. Wo siehst du Menschen, die Hilfe brauchen? Und was kannst du für sie tun?
es anderen Menschen nicht gut geht. Und dann fühlt man das so im Herzen. Und dann denkt man, oh, ich will helfen. Oh ja, ja, guck, und das ist eine gute Sache. Aber Kinder können das nicht. Doch, Kinder können das auch. Kinder sind sehr clever. Denn Kinder, die merken, wenn es anderen Kindern oder den Eltern oder anderen nicht gut geht, und dann überlegen die sich auch, was sie tun können. Ganz bestimmt. Die sind nämlich clever. Oh! Ja. Dann will ich das auch. Finde ich gut. Finde ich super gut. Und jetzt darfst du noch ein bisschen ausruhen. Warst ja vorhin schon so müde, ne? Ja, ja. Tu nur so, als gähnst du schon wieder. Och, ja. Dann schlaf noch ein bisschen. Und ihr macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.